Hey Leute, was geht? Euer Wizard am Start. Und heute gibt's Storytime, also beziehungsweise Shizutime Teil 2. Also beim letzten Mal haben wir besprochen, wie ich zu Drogen kam. Jojojo. Das Thema haben wir jetzt abgehakt. Heute soll es um den LSD-Trip gehen, wo ich das erste Mal die Stimmen gehört habe. Es war ein ganz normaler Tag. Sonnig, schön und wir sind halt, wo das war, werde ich es nicht nennen, aber ich bin mit einem Bekannten auf jeden Fall durch den Wald gegangen. Wir haben uns den Trip schon vorher eingekauft, es war sonnig, wunderschöner Tag, überall hat alles blüht, aber dann ist langsam Nacht geworden und der Wald hat sich irgendwie gewehrt, dass wir rauskommen. Es ist irgendwie immer schwieriger geworden, den Weg zu folgen, dass wir dann aufs Feld gegangen sind. Und auf diesem Feld hat sich dann der ganze Boden schwarz gefärbt. Darum waren wir ziemlich froh, also ich zumindest, wie wir endlich bei meinem Freund angekommen sind. Und da haben wir dann einfach ein bisschen geraucht und so, haben uns viel Mortal Kombat gespielt. Es war ein ziemlich schöner Trip, haben verschiedene Sachen gemacht, war alles pipi-fein, außer das vorher im Dunkeln, da habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt. Und dann, wir sind ja immer, der LSD steigert seinen Weg nach 6 Stunden aus dem Höhepunkt. Das müsste ich eigentlich genauer erklären. Da habe ich gerade ein Bild auf mein Handy gehabt, das alte habe ich verloren, das war das, was ich schon mal erzählt habe, das mit dem Berg, wo ein Mann auf dem Berg steht und das Universum öffnet sich. Habe ich auf einmal am Handy gehabt, ich, keine Ahnung, habe vergessen, dass ich es reingeben habe, so, aber es war da. Und dann sind wir mal spazieren gegangen. Ich habe immer wieder, zum Beispiel, habe ich mir gedacht, soll ich jetzt ein Foto von mir machen oder nicht? Und irgendwas hat mir gesagt, ja, mach ein Foto, mach's einfach, tu's. Dann hat es mir gesagt, das tun soll, habe ich halt auf die Pflanzen angegriffen, habe deren Energie gefühlt und wie ich mich in den Spiegel geschaut habe ich richtig gestrahlt einfach. Es war früher bei LSD-Trips habe ich meistens wie ein Dämon ausgeschaut, da war ich nicht wirklich gut, aber in dem Trip, da habe ich sogar Fotos am Handy gehabt, aber das Handy ist kaputt worden und darum habe ich die Beweise nicht mehr, dass es so genial ausgeschaut hat. Und jo, irgendwann so um 2-3 in der Früh, wir haben auch Mortal Kombat viel gespielt und mit LSD ist was, was man wahrscheinlich nicht machen soll, aber es war trotzdem ziemlich witzig. Und dann sind wir halt rausgegangen, kurz vor 420, wollten wir einen rauchen. Und jo, wie wir den Weg draußen gegangen sind, das war ganz dunkel und vorne ein Licht. Und da habe ich irgendwie mitgekriegt, wie sich so Kettenschwarze um mich herum gelegt haben und mich richtig zusammendrückt haben. Und zwar, das habe ich so interpretiert, dass das mein Schicksal ist und dass ich diese Kette einfach nicht brechen kann. Oder irgendwie so. Das ist schon ewig her, Leute. Also tut mir leid, wenn ich es nicht genau wiedergeben kann. Auf jeden Fall, wie mit dem Licht an, waren die Ketten wieder weg und ich habe immer wieder schon Stimmen gehört. Und da habe ich halt das erste Mal gehört, aber beim LSD-Trip hat man nichts gedacht dabei. Und dann hat mir die Stimme auch erklärt, dass ich der Auserwählte bin. Da habe ich eine Vision dann in meinem Kopf gehabt, dass ich gegen ein böses Wesen kämpfen muss und nur nicht viel Zeit habe und so. Also es dauert ein bisschen bis es beginnt, aber ich werde trainiert und so gegen das böse Wesen und ich habe keine große Chance zu gewinnen. Und da geht es in einen anderen Shizu Storytime wird weiter, was mit dem worden ist dann. Aber jetzt können wir nur drüber philosophieren und spekulieren. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, oh ja, wie man dann wieder bei ihm war, habe ich beim Mortal Kombat auf meinem Account das Alien kaufen sollen, hat mir die Stimme gesagt. Und ich bin die ganze Zeit da geguckt, den Hauer von mir, den ist schon, glaube ich, komplett am Arsch gegangen, die wird sich gedacht haben, what the fuck. Und ich habe halt so einen Hardcore-Trip gehabt und ich war vollkommen
dabei, weil ich wollte die Mission annehmen, dass ich gegen das böse Wesen kämpfe. Also habe ich die ganze Zeit versucht, das Passwort, mein Kontopasswort reinzugeben, aber es hat nie funktioniert. Und die Stimme hat auch gesagt, wenn ich es annehmen will, dann soll ich mich konzentrieren und das Kaufen des Alien mit meiner Karte, wo ich das Passwort brauche. Auf jeden Fall, irgendwann einmal habe ich es geschafft. Bam, kompletter Trip hat sich geändert, komplett abgeklungen, alles hat sich beruhigt. Und ich habe keine Stimmen mehr gehört. Das ist erst dann später wieder gekommen. Auf jeden Fall habe ich dann mit meinem Hauer noch geredet, den ich übrigens auch gesagt habe in der LSD-Trip, dass ich ihm das alles erklären werde und so, dass er mein Aufpasser ist so in der Art. Und jo, ich brauche kurz ein Schlückchen. Auf jeden Fall, die wird wahrscheinlich gedacht haben, what the fuck ist der komplett? Aber scheiß drauf, mit denen habe ich eigentlich eh keinen Kontakt mehr, was vielleicht auch besser ist, wenn man sich gegenseitig irgendwie in eine Abwärtsspirale nach unten bewegt haben. Auf jeden Fall, ja, das war ein interessanter Trip. Ich hoffe, ich habe es jetzt genau genug ausgeführt. Eine Sache gibt es dann noch, weil der Typ hat meine YouTuberin gezeigt, die ich nicht kannte, und in die habe ich mich schrecklichst verliebt, weil es einfach genauso crazy war wie ich. Und jo. Und mit der ist noch viel ärgerer Scheiß passiert. Ich werde keinen Namen nennen, aber da in der Psychose, wie es dann richtig angefangen hat, das ist einfach was fürs nächste Mal. Jetzt ist es nur um den LSD-Trip gegangen, dann ist sehr Spannung aufbauen und so. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, das ist mein Schicksal, ich muss das Böse besiegen und wenn ich es schaffe, ist Everyday 420. Das interpretiere ich so, dass wenn ich. Ich sag's euch einfach gleich aus meiner Sicht, wie es jetzt sehe. Früher hätte ich gedacht, ich muss wirklich gegen irgendein böses Wesen kämpfen. Heute denke ich mir einfach, weil ich war früher auch böse, ich muss gegen meine eigene böse Seite kämpfen. Und es wird nicht leicht, weil ich war schon ziemlich krank im Kopf. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch schizophren geworden. Und ich bin dankbar, dass ich schizophren geworden bin. Nicht für die Sachen, die ich gemacht habe in der Schizophrenie, aber dass ich so von Drogen weggekommen bin. Auch wenn nicht ganz leider am Anfang. Ich habe es auf die harte Tour lernen müssen, kann man sagen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es schon nächsten Montag weitergeht, das war mein LSD-Trip-Erlebnis. Und jo, wenn Sie irgendwas genauer wissen wollt, mache ich gerne ein Video drüber und es würde mich freuen und unterstützen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Also, peace out, liebe Freunde.